Ein brennendes Räumfahrzeug der Polizei im Wald bei Hitzacker. Seit dem Morgen versuchen mehrere tausend Atomkraftgegner, die Schienenstrecke des Castortransports zu blockieren. Die Polizei setzte bereits Schlagstöcke und Pfefferspray ein, Wasserwerfer stehen bereit. Einsatzkräfte seien von Demonstranten angegriffen worden, so ein Sprecher. Also wir haben im Vorfeld schon ganz klargestellt, dass das Betreten der Gleise verboten ist. Dann auch das Entfernen von Schottermaterial stellt eine Straftat dar. Das werden wir konsequent verhindern. Die Atomkraftgegner kritisierten den Polizeieinsatz als unverhältnismäßig. Die Blockadeaktionen würden überwiegend friedlich verlaufen. Wann der Castortransport am Verladebahnhof Dannenberg eintrifft, ist unklar. Laut dem ursprünglichen Fahrplan wäre der Zug längst angekommen.